Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu Secret Hitler mit dem Christian, Hitler, dem Jonathan, dem Brammen, dem Dalu, der ein neues Bild hat, dem Mikkel, dem Sebastian und mir, dem Peter. Hallo. Dann wird schon so eine Krone trap. Jetzt auf. Ich glaube, der ist Hitler. Hitler hatte keine Krone. Ich finde, selbst sie jetzt ein bisschen außenseitermäßig. Oh, das stimmt allerdings. Okay, Freunde, wer was ist, das zeigen wir in 3, 2, 1, jetzt. Weiß, darf anfangen. Was, ich darf diese Runde mal anfangen? Ja, ich wurde gerade... Das ist das allererste Mal, dass ich anfangen darf. Ich habe eine 1 gewürfelt, Peter. Ja, die Numero 1 darf anfangen. Das erste Mal Fascho mal wieder. Guck mal, ja, das ja, erste Mal. Das erste Mal. Also achtet da drauf, wen ich jetzt sofort wähle. Es können übrigens alle wieder gucken. So. Das ist Präsident. Präsident. Und ich wähle Dalu. Mich. Wow. Ey, ich möchte aber nicht in den Zug. Warum? Jay hat auch sehr schnell gelegt. Dalu ist schräg gegenüber. Ich wollte entweder Mikkel oder Dalu nehmen. Ich bin dagegen. Komm, ich leg mal Nein. Ich sag auch mal Nein. Doch komm schon, ich bin das erste Mal ein Anfänger. Du wolltest also... Du wolltest sagen, das erste Mal Fascho. Ich bin das erste Mal. Ja, weil die mir gegenüber saßen. Ich hab halt random irgendjemand... Das hat euch auch gefallen. Gute Begründung. Richtig gute Begründung, Peter. Wow. Dass die Karten gekauft. Also, wolltest Mikkel oder Dalu wählen und das so ganz spontan? Ja, ganz spontan. Ich möchte damit nichts zu tun haben, direkt, was auch immer da passiert. Haben wir direkt die drei Faschos? Versucht ihr jetzt hier direkt zu analysieren, meinen ersten Zug gehört. Ja, ist ja gut. Ich konnte mich noch nicht entscheiden, tatsächlich. So. Also, ich hatte wirklich Zweifel. Warte, Dalu? 3 Neins? Ja, Mann! Da haben wir die drei Faschos, alle haben Dalu, wir kriegen es hin! Mikkel hat Nein, Bram Nein, ja. Sepp Nein. Das ging mir viel zu schnell. Jeder hat das so schnell gemacht. Eben, so. Deswegen habe ich das war die erste überlegt. Wahl! Was soll in der ersten Wahl passieren? Okay, es könnten alle. Alles, ja, da kann viel passieren. Was soll hier passieren? Ja, aber wir machen jetzt keine... Ups. Wir machen jetzt keine drei Roten. Ups. Ja. Warum haben wir da drei Rote gezogen? Achso, sind die blaue weggelegt, nanu? Oh. Ups, drei Rote kommen jetzt. Oh, Dalu, tut mir mal leid. Da haben wir schon mal zwei Leute, die jetzt gleich für Rote gesorgt haben. Ah, das ist ja doof. Ups. Oder der Fascho möchte den Hitler decken, indem er ihm direkt eine Rote gibt. Eine blaue gibt. Ja, damit deckt er ihn richtig gut. Ja. Wenn Dalu eine blaue legt, ist er Hitler, wenn er eine rote legt, ist er Fascho, alles klar. Ja, Fascho. Jetzt gleich am Anfang ist dumm gelaufen, sag ich jetzt mal. Aber was ist denn dumm gelaufen, Peter? Ich möchte noch, dass du das dem Peter, Tisch sagst. Ich hatte drei Rote, ja, das ist korrekt. Ja, genau. Peter, das hast du aber sehr suffisant gesagt. Oh, das ist Peter einmal Fascho. Weil ich die Situation so lustig finde. Leute, ihr habt gesehen, dass er mich quer über den Tisch gewählt hat. Ja, ich hab da nichts. Und dann habe ich dir auch noch zwei Rote gegeben. Ja, ich bin so Fascho diese Runde. Wie kann das denn sein, dass er wieder anfängt und direkt so offensiv, Das könnte auch eine Taktik sein. Ja, wir haben gerade die Trash-Night gespielt, Peter ist noch ein schlechterer Fascho als ich, ey. Ja. Oder ein schlechterer Liberaler. Vielleicht versucht er gerade Dalu in den Sumpf zu ziehen. Ist ja, könnte ja wirklich eine Taktik sein, aber ich glaube ihm schon, dass er eine 3 Rote hatte. Ich glaube ihm auch, dass er eine 3 Rote hatte. Auf jeden Fall, Dalu. Mit so einem süffisanten Lächeln dabei, wie Peter das auch hatte. Wir amüsieren uns, das ist ein Spiel. Achso. Ich darf nicht mehr so investiert werden, das ist nicht gut für meinen Blutdruck. Haben alle Ja gedrückt? Nimm das. Ja, bist du geguckt? Das habe ich schon zweimal umgedreht. Moment. Was ist jetzt passiert? Wo ist denn der Stapel hin? Ja, ich habe aus Versehen den ganzen Stapel genommen. Ach, jetzt kommt so. Noch so ein Taschenspielertrick. Und da haben wir jetzt halt die Karte. Jetzt halt mal in die Klappe. Das ist die Einzelkarte. Oh, 5 Rote drauf, während das in meinem Kannst Bühne du das ist. Vielleicht machen, während du nicht hier alles verdeckt hast? Ja, ich bin ja dafür auf jeden Fall bekannt, dass ich in solchen Spielen bist du aber auch böse und ich heiße halt nicht Jonathan Apel, der in Spielen bescheißt. Alle Blauen wurden jetzt abgelegt. Deswegen ziehe ich auch den ganzen Stapel da rein. Das war voller Absicht, Jay.
Ja, das glaube ich. Also ich glaube, Jay und Chris sind schon mal nicht in einem Team. Ja, ja, weiß ich doch noch gar nicht. Also die sind zumindest nicht ausanalysiert. Beide confirmed Faschos. Ja. Und Peter ist halt ein bisschen suffisanter Fascho. Das ist ja diese braune Suppe da. Lass mich doch mal ein bisschen suffisant sein. Guck mal, da wehrt er sich nicht mal gegen, weißt du? Ey, ich habe nicht bestätigt. Mikkel, aber ich glaube, Jason. Ich glaube, ich sehe eine Karte, Bram. Ja, ich schule gleich deine Mutti. Ich glaube, das ist einfach Jay. Nee, bei mir guckt hier eine Karte raus, die. Jetzt ist sie weg. Ich nicht. Was ist denn das hier für ein Hin- und Hergeschieben? Das hatte ich letztes Mal auch kurz, das war nur einmal. Ja, ist halt echt so. Also Bram und Brosator, da die beiden BRs. Ja, sind auf jeden Fall liberal. Guck mal, wie Jay schon am Shooten ist. Guck mal, Bram und Brosator legen blau. Und dabei haben die, da haben die eine blaue gelegt und Jay ist immer noch am Shooten gewesen. Man kennt es ja. Muss er halt seinen Satz mal zu Ende bringen. Darüber wunderst du dich nach all den Jahren mit Jay. Ja, das sehe ich auch so. Hier. So, sehr, bitteschön. Wow, jetzt zieh mich doch nicht in deinen Scheiß. Sei doch mal froh, dass ich dich wähle, weil du Ewigkeiten noch brauchst, bis du Präsident wenigstens wirst. Ich würde mich auch freuen. Ich wollte von Peter eigentlich. Ey, weißt du, anstatt dass Peter. Du willst von Peter gewählt werden. Das ist aber eine komische Aussage. Da wusste ich ja noch nicht. Da wusste ich ja noch nicht, dass Peter so eiskalt da ist. Komm, Sepp, jetzt können wir zugeben. Dann sag doch nur nein, weißt du? Ja, ah, ich habe nichts verstanden. Jay will sowieso nur irgendjemanden checken. Jay will irgendjemanden nur checken. Ja, oder ja, der will dir tatsächlich was unterjubeln, wer weiß. Ja, und damit er checken kann. Vorstellen. Das ging aber schnell. Wie checken? Damit er checken kann. Checken. Ja, der kann doch jetzt, ach so, wenn da eine rote hinkommt, dann kann er der checken. Der kann doch jetzt, ja, das war schon vorher klar, oder? Ne? Ne? Kann er jetzt, ne? Wow, Jay, richtig. Nee, du darfst überhaupt nichts sagen, Sebastian. Du bist ja, so ein richtig. Das ist doch so typisch wie der Sepp, Alter. Oh, Sepp ist so ein Spacko manchmal einfach nur. Ja. Weißt du, da gibt er mir zwei blaue. Dankeschön, ja, Jonathan. Jetzt konnte ich mich nicht mal beweisen. Von drei. Von dreien? Ich hab drei blaue gezogen. Kein Spaß. Wisst ihr, jetzt konnte er halt nicht checken. Das ist konnte überhaupt nicht. Das hat mich auch ein bisschen geärgert. Ich hätte gerne eine rote gehabt, tatsächlich. Oh, das ist aber schon Fascho-Denken. Ja, ja. Warum hättest du denn gern eine rote gehabt, Jonathan? Weil ich gerne jemanden gecheckt hätte. Wer wäre denn jetzt klug? Ja, echt, ey. Bram, du kannst jetzt davon ausgehen, dass auf jeden Fall. Nee, ach komm, Bram, jetzt kommt eh eine rote. Da wurde gerade drei blaue gezogen. Alles klar, Bram. Ich gehe auch davon aus, dass jetzt drei rote kommen werden, wenn Peter. Ja, aber wenn Peter die legt, ist er sowieso schon am Arsch. Ja, aber du kannst ja, das stimmt. Ich kann das schon verstehen. Dennis, du kannst ja schon am Sack. Du kannst doch schon Rückschlüsse, je nachdem, das was stimmt. Du jetzt ziehst, kannst du schon Rückschlüsse machen, weil Johnny hatte drei blaue. Oh Gott. Ja. Das heißt, da sind vier schon raus. Das stimmt, aber vielleicht ist Peter ja doch, hatte der vielleicht doch Pech. Ja, der Peter hatte bestimmt Pech. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass er Pech hatte oder Glück oder was auch immer. Ganz ehrlich, drei rote. Oder Glück. Peter? Ja? Was bist du? Mikkel muss noch wählen. Ich bin liberal. Ja, Chris auch. Ich bin liberal und grinst wieder. Ich hätte richtig reintrollen können in dem Spiel. Hey, tatsächlich habe ich dabei gar nicht gegrinst. Eine rote oder sowas. Mikkel mag hier niemanden am Tisch, glaube ich. Nee. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja, der Mops ist halt. Mikkel hat zwei Nein-Karten. Nein. Hä? Es gibt noch eine Ja-Karte? Hat er überhaupt schon Entscheidungen zugestimmt hier? Ja, zwischendurch auch mal. Noch nicht viel machen. Nee, und irgendwie gefällt ihr mir alle nicht, diese Runde. Ich glaube, ihr seid alle Faschos. Ey, ich hab drei blaue Karten alle gelegt, weißt du? Das Herz der Karten ist liberal. Und ich auch. Hä? Das ist hä? Okay. Weil ich aber sagen musste, ich musste eine blaue weglegen, weil ich wieder prüfen wollte. Moment, das diese ist blaue sind da drin. Keine blaue mehr dabei, oder? Dann heißt, jetzt kommt auf jeden Fall eine rote. Dann kann ja nicht mehr sein. Wen soll ich denn dann? Da darf checken. Also ich nehme Peter. Nee, das geht nicht. Moment. Ist es klug für die Liberalen zu checken oder ist es dumm für die Liberalen zu checken? Ja, aber überleg doch mal, wer checkt. Ja, das ist ja vollkommen egal. Was soll das heißen? Das ist ja keiner liberal. die Theorie, die wir machen können, wir lassen jetzt einfach die nächste legen, indem wir immer Nein drücken. Und dann darf keiner checken. Warum? Ja, warum? Ist vielleicht der Vorteil. Du meinst nee. Bis... pass auf, Jay, es wird erst gemischt, wenn da nur noch zwei Karten liegen, ja? Das heißt, es kommen drei Random-Karten. Drei. Zwei random ja. Ja, aber Moment, du kannst ja das Checken auch einfach hinnehmen, als ist egal. Okay. Nimm die Aussage so wie, ja gut, halt's im Hinterkopf. Nimm die Aussage, genau.
Ja, ist okay. Das nicht. Bringt das immer mehr. Ach so, du meintest, du hättest eine random rote Karte liegen lassen. So, ah. Ja, es ist scheißegal. Nee, das ist total so oder so. Es müssen drei rote sein. Nee, ja, es müssen drei rote sein. Ich möchte nicht. Hey, Dalu, ja, nehme ich das auf meine Kappe, wenn da wirklich drei rote sind, kannst du ja nichts dafür. Ja, wenn Dalu jetzt schon wieder Fasche ist, wa? Ja, das ist halt das Problem, was ich da sehe, das weiß man natürlich. Ja, dann ja, nimm doch die Aussage weg, ich wie ich gesagt habe. Ja, ja, die Aussage ja, einfach ist sein. Das ist gut, das ist ein. Guck jetzt nehme ich so mal, wie wild. Mikkel mit seinen 2-9-Karten. Wäre das egal Mikkel, gewesen, weil ich glaube, ich hatte meine Karte dagegen? Nämlich schon gelegt und aus Versehen wieder hochgehoben. Oh. Wäre das egal gewesen. Wusste ich noch nicht mehr. Jetzt dürfen wir mischen, wa? Darf ich die jetzt runternehmen und mischen? Ja, wa? Nee, nicht runternehmen, du musst die anderen da drauflegen. Die Portion, die warte. Kartengleich ist. Da, du hast schon eine Karte hier abgelegt. Ja, abgelegt. Ja. Muss ich das nicht auch noch machen? Würde bedeuten, ja, werden jetzt gar die 8 nur genommen oder werden die 2? Nur die 8, nur die 8, ja, nur die 8. Wo soll die jetzt hin? Da drauf? Ja, ne? Ja, da drauf. Ja. Ja, heißt, da sind 2 rote schon mal weg. Surprise, surprise. Ja, aber da konnte er jetzt nichts für, da konnte ich nicht warten. Ich gehe mal davon aus, du hast eine rote weggelegt. Ja. Dalu ist jetzt an 2 Roten beteiligt. Danke, Peter! Das hast du genau berechnet, dass wenn ich dran bin, ja eh keine Karten mehr über sind. Nein, ja. Also die rote blame ich weder Christian noch Dalu. Nee, es war rechnerisch nicht möglich, außer irgendjemand hat gelogen. Ja, soll ich dann. Du meinst, dass Peter dir was untergeschoben hat, kannst du dir. Ja, aber checken. Die Aussage ist ja irrelevant. Was egal, was rauskommt, dann will ich einfach Mikkel sehen. Mikkel war noch nicht dran. Ist ja egal, dann ist ja unnötig, wer. Könntest du mir dieses, ja, der Mikkel, der ist ein Guder. Okay, wir haben jetzt gar nichts. Nicht. Ist er nicht, Leute, ist er nicht, aber lass ihn das nicht wissen. Er weiß nicht, dass wir das wissen. Was so? Was, Dalu, versuchst du jetzt Mikkel hier hereinzuziehen? Was, okay, Mikkel also, ist liberal? Das ist ja schon mal okay, also entweder ist Mikkel liberal oder ihr seid beides irgendwie Rote. Fast genau. Vielleicht ist Mikkel ja auch Hitler und dann. Oder Dalu will mein Vertrauen erlangen. Ja. Das habe ich nämlich auch gerade das Gefühl. Oder das. Das könnte ich mir gut vorstellen. Das würde ich mir auch zutrauen. Weil er dich vielleicht als schwächstes Fascho, Lied einsieht. Ja, für das Kompliment, Jay. Also das tut mir leid, Alter. Aber du lässt dich halt leicht bekehren von jemandem. Also das tut mir leid, dass ich das so sage, aber das ist halt Mikkel, so. Ich kann Jay nicht zum Kanzler wählen. Aber wenn du offiziell liberal bist, finde ich das gut. Bin mal gespannt. Ich bin dafür, Mikkel. Weil dann würde auf jeden Fall eine blaue kommen. Das ist immer so. Wir starten immer mit ganz viel blauen, weißt du? Und naja, gleich, jetzt geht der rote. Einmal. Jetzt geht der rote Feldzug los. Ja, das ist halt wirklich so. Vor allen Dingen. Denk dran, Leute, Mikkel weiß nicht, dass wir die Wahrheit wissen. Wir haben 3 blaue da jetzt liegen. Und wir haben 13 Minuten bisher. Ja, die Folge wird wahrscheinlich wieder 50 Minuten. Ja, wahrscheinlich! Jetzt beginnt erst der. Krasse Schier. Jetzt beginnt erst der Spaß. Ja, Spaß. Der süffisante Peter. Da haben wir den Pump auch nach der Runde. Nee, diese Runde nicht. Diese Runde ist jetzt spannend. Guck mal, Peter ist gar nicht mehr dran, theoretisch. Wenn wir jetzt eine blaue legen und danach eine blaue, dann kann Peter gar nicht einschalten. Oder meinst du, weil du ihn erschießen würdest, wenn jetzt 2 rote kommen? Peter ist gar nicht. Alter! Nice. Das ist der richtig sexy. Ja, aber Mikkel ist jetzt 2 echt. Blaue von Mikkel bekommen. Ja. Oh, die Faschos haben diese Runde aber richtig Pech. Wow, ey. wenn Jay 2 blaue kriegt, dann sind da schon keine blauen mehr drin. Ja, ist schon keine blauen mehr drin. Da sind keine blauen mehr drin. Da müsste noch eine drin sein, außer es ist eine raus. Ja, da ist keine blaue mehr drin. Nee, es gibt 6 blaue. Wenn der 2 weggelegt hat, einer ist. Ich hab eine rote weggelegt. Ja, aber Jay muss doch eine. Hast du eine rote weggelegt gerade, Mikkel, oder eine blaue? Ich hab eine rote weggelegt. Du hast ja genau, also da ist noch eine blaue drin. Weil sonst hätte Mikkel ja jetzt auch noch mal. Wieso legst du eine rote weg und gibst ihm 2 blaue? Weil ich da jetzt einfach safe machen wollte. Ist doch safe. Ja, ist eine Möglichkeit. Die blaue kann man aber verstehen. Also die blaue wäre so oder so weg dann. Genau, warum? Das war doch eigentlich richtig. Ich kann auf jeden Fall verstehen. Naja. Ich hab auch mal was Kluges gemacht, jetzt akzeptiert es doch einfach. Mikkel, ich bin dabei. Das war richtig gut von dir. Die blauen Danke, das sieht sich gut an. Ich finde es ehrlich gesagt wichtiger, einen Fascho rauszufinden, als da noch ein Blaue liegen zu haben. Safe-Punkt war doch jetzt wichtiger, wenn als jetzt auf 3-3 zu kommen. Dann wären im Endeffekt 2 Blaue nachher weg gewesen. Das ist Fascho-Denken, das ist Fascho-Denken, Peter. Was hast du da vor für einen Plan? Das ist kein Fascho-Denken. Ich habe als Liberaler bisher immer den anderen Leuten die Wahl gelassen. Das Problem an der ganzen Geschichte ist aber halt wirklich, dass da nur eine Blaue noch drin ist. Das heißt, jetzt wird eine Rote kommen und dann ist wieder die Sache mit, wir verlieren dadurch, dass Hitler gewählt wird und danach wird schon getötet.
Ja. So das läuft das. Ist ja der also so weit vorne sind die Liberalen. So weit vorne sind die Liberalen nämlich. Jay, Mikkel, wen seht ihr noch ja, bei dem Team? Wo, vor allem jetzt, wo. Ah, ich weiß es gar nicht. Oder Mikkel, du, auf jeden Fall, deine Meinung ist mir wichtig. Du verarschst mich doch wieder. Du hast doch Jay zwei Blaue gegeben, aber du, ich weiß ja, was du bist. Eben, dann ja. Eine rote gegeben und danach Bram eine blaue. Ich traue den beiden Ahnung. Nicht, Peter und ja. Sepp, keine Ahnung, weiß auch nicht. Ist gerade so ein Gefühl einfach nur. Aber ja, klingt eh eine rote. In deinem Hintern. Oder? Ja, also Peter spielt aber ich mit möchte und Peter halt nicht, dass absoluter Sepp Fascho immer noch. Sepp da, weiß ich dann solltest du dagegen sein, gegen die Wahl, oder? Okay. Ja, ach, nee. Weißt du, mir ist doch, wie hast du schon gesagt, mir ist halt viel wichtiger herauszufinden, wer die Faschos sind, als die Blaue zu legen und zu gewinnen, weißt du? What the fuck, Peter? Was ist das für eine Aussage? Nee. Verraten. Das stimmt. Hä? Nein. Ich mach das immer als Liberaler, dass ich Leuten die Wahl lasse. Im Zweifel kann ich jetzt halt Peter checken. Aber doch nicht, Peter! Warte, Entschuldigung. Alles klar. Ja, sorry, ich dachte, der hat das mittlerweile hingekriegt. Ja, wie lange können wir denn brauchen? Ja, war vielleicht so viele dagegen. Damit seid ihr raus. Oha! Okay, das heißt nur Brammen. Warum hast du eigentlich gegen die beiden geschudert und Ja gemacht, Bram, wenn ich fragen darf? Ich? Weil ich wüsste, wenn Peter ist, ich glaub dem halt dann auch nicht. Und dann kriegt er halt eine blaue, dann doch irgendwie. Kann er ja weißt nicht. Weißt du, wenn er liberal. Irgendwie ja, doch, wenn er liberal ist. Ich hätte den halt gerne gecheckt, damit ich, wenn ich ihm eine blaue gebe, dass ich weiß, was Peter ist. Und das wäre das Problem gewesen. Sepp hat bisher noch nicht so viel an dem Spiel gehabt und da er jetzt hat zwei blaue von mir bekommen. Ja, und deshalb lasst ihr jetzt Peter das machen, oder was? Nee, eigentlich auch. Nö. Viel bessere Idee. Wer hat das denn gesagt? Da müssen wir ja. Ist doch noch gar nicht abgestimmt. Ja. Ja. Boss, Peter okay. Muss erstmal einen Kanzler wählen. Ah, scheiße, dass Mikkel das Schild da noch liegen. Also ich hab im Moment. Ich hätte gesagt, wähl doch wieder da, ich will damit noch eine rote rein. Nein, ich will jetzt hier nicht von Peter gewählt werden. Nein! Hallo! Auf jeden Fall. Ich bin dafür. Gleich werde ich erschossen wegen Peter. Willst du gewählt werden? Frage, das ist eh. Ernsthaft? Willst du gewählt werden? Ich glaube, mir ist das relativ egal. Also, wenn ihr das macht, dann nehmt mich halt raus. Sollte jetzt wieder zwei rote kommen, nehmt beide raus. Mich und Peter. Die rote ist nahezu hundertprozentig, dass sie kommt. Also, ich würde ja wählen, aber nehmt mich beide raus. Dann also uns beide raus. Ja, weil ich dich nicht mag. Habe ich doch schon gesagt. Also, nicht so. Also, das finde ich eher auf Peter. Ist das die Rache? Das ist schon offensichtlich vom Team, weißt du? Inwiefern denn offensichtlich? Also, was siehst du da jetzt für Schlüsse raus? Mikkel ist noch. So, jetzt können wir umdrehen. Ja, okay. Oh, das sind aber viele. Ja, wir haben uns gedacht, den roten Peter, den kann ruhig da mal zuhören. Den roten Peter, ja, dann haut halt drauf. Schon wieder, ups. Ja, siehst du, das Problem hatte ich immer auch. Ja, was machst du da? Ich hab aus Versehen. Weißt du, ich kann mich überhaupt nicht mehr beweisen, diesem Scheißspiel. Ja, du bist es ja auch. Aber du bist neutral, ich werde in einen Sumpf gezogen, ja, mit beiden Händen Anlauf. Ja, aber trotzdem wählen sie dich. Weißt du, ich bin neutral. Das hat auch was mit Sympathie zu tun. Den Meinungsführer zu machen, aber selber noch nicht proven ist. Bin ich halt auch. Ja, aber weißt du, andere Leute, die. Ne, bist du gar kein Stück. Ich will gesagt, kein Stück. Ich habe bislang nur blaue gelegt. Peter, sag mal was bitte. Tatsächlich. Ich hatte drei rote. Ja, ihr lacht! Ich hatte bisher einmal eine Chance, mich zu beweisen. Das war, als Bram mir die Wahl gelassen hat und da habe ich die blaue gelegt. Nehmt beide raus, bitte. Also ja, ist okay. Das klingt so auswendig gelernt irgendwie. Ja, das ist Peter, sag nochmal bitte, ja, drei rot. Alles klar. Achso, ich darf jetzt jemanden zum Präsi machen. Ja. Mikkel. Ach. Ja. Nee. Wie nee? Ja, keine Ahnung, euch beide da vorne vertraue ich überhaupt nicht. Weißt du, Dalu wählen, aber Dalu nicht vertrauen, aha. Ja. Nee, tu ich auch nicht. Verstehe. Ja. Komm, mach mit zum Präsi. Dann halt einen anderen zum Präsi, aber Mikkel wählen. Ich bin mir relativ sicher, dass Peter diesmal Fascho ist. Hauptsache, Mikkel ist mit dem Rennen. Diese Runde ist einfach total random. Ja, ist ganz schlimm dieses Mal. Ist total schlimm. Wieso könnt ihr mich nicht lesen? Ich lese überhaupt ich nicht gar keinen aktuell. Warum hast du jetzt Bram einfach so genommen? Nee, Christian, du bist ja der Normalste. Ich gefragt hab und keiner hat dann widersprochen. Ja, richtig. Bram, ich hab gesagt, mach mich dazu Prise. Keine Jay Sorge, oder Mikkel. Okay. Nein. Ich hab dich mal gehört, Bram. Bitte nicht. Kannst mich gerne nehmen. Jay oder was? Nicht. Ich möchte nimm mich. Ich möchte mit Mikkel nachher eine Wahl durchziehen. Hoppala. Ja, aber wen dann? Warte noch, Bram, nicht loslassen. Jay, wenn im Zweifel dir die rote eine blaue ziehst, kannst du töten. Mikkel, warum sagst du doch? Bist aber weil ich liberal bin und Dalo auch weiterhin liberal bin. Es macht es gar keinen Sinn gerade, dass er sagt, dass du mich nicht wählen sollst. Ja, aber Moment, wenn Jay dich danach wählt, ist ja zweimal gut. Ich möchte halt, dass Mikkel und ich die Präsidenten- und Kanzlerrolle haben. Warum? Warum? Weil ich halt
mit Mikkel, weil ich ziemlich Mikkel Dennis. Vertraue, weil der blau ist. Dennis. Hä, lass doch mal Jake ausreden. Ich weiß halt auch, dass ich blau bin. Also, okay. Klar, ich kann und natürlich sein, dass ich halt der Fascho bin, ist mir schon ja, klar. Ja, aber guck mal, Dennis. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Dennis also, kann mich jetzt entnehmen, danach wäre Chris eh erstmal Präsident. Also. Ja, aber was, wenn es nicht durchkommt? Dann hast du das Schild da liegen. Nee, das bleibt doch bei dir liegen. Dann, nee, oder? Das bleibt die ganze Zeit. Nein, wenn jetzt Mikkel gewählt wird, kriegt er es doch, oder nicht? Also, ihr traut jetzt alle da. Achso, das? Nee. Ich traue Peter nicht mehr, weil er halt gegen Dalu und Mikkel geshootet hat, gerade kurz. Wegen der Präsidentenwahl. Das fand ich schon sehr seltsam, weil halt wirklich ja Mikkel offiziell ja blau sein soll, laut Dalu. Mikkel ist blau, Peter, das ist liberal. Das würde bedeuten, dass Peter und Dalu nicht im selben Team sind und das heißt, ihr seid. Ich habe keine Ahnung, in welchem Team Dalu ist. Du hättest dem auf jeden Fall vertraut, wenn du liberal wirst, weil so spielst du immer und jetzt vertraust du. Das kann nicht sein, weil ich bin liberal und ich habe trotzdem da Zweifel gehabt. Alles klar, jetzt will ich Mikkel. Wow. Der labert mir zu viel. Warum willst du nicht Jay? Und dann kannst du ihn proven und dann im Zweifel töten, wenn er die blaue nicht kriegt. Ja, ich kann jetzt Mikkel ja im Zweifel töten. Oh, Kacke! Hey, nein, nicht Mikkel! Wobei ich gehe eher davon aus, dass wir das Spiel jetzt einfach schön ausmachen. Dennis wird jetzt behaupten, dass ich eine blaue hatte. Dennis wird jetzt behaupten, dass ich eine blaue hatte und wird mich dann erschießen. Nein, wenn du nicht Mikkel erschießen. Mikkel ist nicht Mikkel, oder? Nee. Nee, dann. Das ist jetzt ja auch wichtig zu bedenken. Ja, pass auf. Es ist halt die Frage, ob du Dalu vertraust. Bei mir ist das eh schon vorbei. Scheiße. Ja, nein, wieso bewegt sich deine Hand eigentlich die ganze Mikkel, Zeit? Mikkel, ich mach dir jetzt safe hier, pass auf. Weil ich gerade meine Hände nicht an der Maus hab. Ich dachte, du wirst minimiert. Nee, mir ist das doch jetzt alles egal. Ich überleg gerade, ich weiß nicht, was ich wähle. Ich habe übrigens gerade in meiner Wahl, meiner Meinung nach, glaube ich, einen Fehler gemacht. Aber es liegt schon. Ich glaube, das kannst du gar nicht, weil hier sowieso total Bram, lass mich gleich mal erklären, was ich jetzt gemacht habe, damit du das verstehst. Houdini! Ja, entweder wir ficken weißt uns ich finde immer noch, Peter spielt vernünftiger als Jay aktuell. Komm, Jay, hau raus. Okay. Ich finde, inwiefern hilft uns das sehr aggressiv, sehr pushen. Ja, gar nicht bei Mikkels Wahl. Jay ist super aggressiv. Ja, aber gut, das bringt uns jetzt gerade trotzdem nicht weiter. Aber Jay sagt das ja oder nein sagen. So, trotzdem wieder die Bedenken, dass wir gerade Hitler zum. Kann gut sein. Deswegen, ich für Hitler? So, nein. Ich habe jetzt Nein gewählt, um eigentlich Mikkel safe zu machen, weil ich ja gesagt habe, Mikkel ist liberal und wenn ihr denkt, wir sind ja die Faschos, dann hätte ich ja auf jeden Fall Ja gewählt, wenn es jetzt nicht. Ja, das ist aber ganz schön kalkuliert, lieber. Wow, das ist irgendwie eine verquerte Logik dann. Das ist schon mal aber okay. Nein, das hätte auf jeden Fall confirmed, dass wir jetzt den Guten hören. Dann geil. Ja, aber das hast du dir halt überlegt schon, bevor du alles gelegt hast, weißt du, und. Ich möchte aber nochmal sagen, Sepp Zug. Und Peter sind in einem Team. Ich gehe tatsächlich davon aus, dass Sepp gerade versucht hat, Peter zu beweisen, dass er Fascho-Kollege ist. Vielleicht ist Peter tatsächlich Hitler. Ach so, abwegig, ja, Chris, was ich gemacht habe? Ich habe keine Ahnung, ob Sepp und ich im gleichen Team sind. Doch, aber Sepp ist zumindest gerade auf deiner Seite und das ist schon interessant. Das kann natürlich immer sein. Ich bin da konnte Mikkel nichts für. Okay, wen killst du? Das ist die Frage. Da konnte Mikkel nichts für. Wer glaubst du, ist Hitler oder Fascho? Ja, also ich bin ganz ehrlich, Mikkel trust ich tatsächlich richtig hart. Mikkel ist confirmed! Bram, du kennst das doch bei mir, ich bin in 90% der Fälle Mikkel nimmt Peter. Hitler oder ich bin liberal und diesmal bin ich nicht Hitler. Ich bin halt sau selten einfach nur Fascho. Aber dann hast du dir 50-50-Chance, dass du Hitler tötest. Wenn also, du mich tötest, ja Moment, möchte, wenn du... Ich möchte Bram, nicht sagen, dass wir Christian töten. Du hast doch keine 50-50-Chance. Nee, die Logik dahinter stimmt ja nicht. Mhm. Du kannst ja nicht einfach 50-50... Entweder bist du Hitler oder liberal. Er kann auch Fascho sein, ihr labert alle gerade Bullshit. Bram, wie stehst du zu Pete und Sepp? Also ich glaube, die beiden sind nicht in einem Team. Und ich habe bei Peter mehr das Gefühl, dass der Fascho ist als bei Sepp. Peter hat gegen Mikkel und mich geschossen und Mikkel ist safe. Ich bin mir aber echt nicht sicher. Ja, aber Peter hat sowohl auch gegen Dalu die ganze Zeit gelegt, das muss man ja auch mal. Ich kann zumindest aus meiner Perspektive nicht nachvollziehen, ob du nicht vielleicht doch blaue weggelegt hast. Ich habe Dalu zweimal rote Karten gegeben, weil ich keine Wahl hatte und du hast mir die Wahl gelassen, Bravo, und ich habe die blaue genommen. Das stimmt, aber das könnte auch nur einfach sein, so ja, genau das, dass du das jetzt sagen kannst, weißt du? Ja, das kann auch sein. Ich würde tatsächlich Peter töten. Ich bin liberal übrigens. Und ich glaube, Jay spielt diese Runde sehr gut. Und zwar als was? Als Fascho oder Liberaler? Als Fascho natürlich, weil ich ja Peter habe. Ja, klar, er ist ja gegen mich und ich bin liberal. Also sollte er nach der Logik entweder sehr verwirrt sein oder sehr gut spielen. Weil ich bin mir bei Jay seit dieser Runde nicht sicher, weil er halt die ganze Zeit versucht, Meinungsführer zu sein.
Ja, das ja, aber, ich ja meine. Also vom so viel Shooter. Peter, ich weiß nicht, was du und bist, so aber du hast mir die Roten auch gegeben. So, und ja, das ist richtig. Von Sepp und Christian wissen wir am wenigsten. Also, was jetzt ich habe eine blaue angeht. Gelegt, aber ich hatte keine Wahl. Mikkel ist ich safe. Ich habe eine blaue gelegt und ich hatte und ja, das ist richtig. Das meiste Negative, so blöd es halt klingt, in meinen Augen, ist halt von Peter gekommen. Da konntest du nichts für, da konntest du was für. Ja. Ist jetzt erstmal irrelevant. Ist das wirklich irrelevant, wenn es darum geht, jemanden aus dem Spiel zu nehmen? Ja gut, aber die andere also, ja, an, du musst Peter ja irgendwo festhalten. Und ich tendiere echt auch stark zu Peter. Ich glaube, wir wussten nie so wenig über die Faschos wie ich jetzt bin liberal, es ist ein liberaler Tod, der jetzt sofort kommt. Mikkel, ganz ehrlich, okay, Mikkel, du bist für mich der einzige Konfirmte. Ja. Ich glaube immer noch, ja, Mikkel ist, glaube ich, auch Konfirmte. Egal, was ich jetzt sage, mach das Gegenteil am besten. Okay, dann hau mal raus. Du hast doch die Knarre. Ich finde, okay, Jay oder Pete ist jetzt schon ruhig. Also ich finde, Peter spielt schon ja, anders. Immer noch mit der Begründung. Bram, warst du Hitler? Warst du Hitler? Selbst erschossen. Also die Frage, die sich halt stellt, ist immer noch, dieser Peter, weil den ganzen Roten, deswegen ist er eigentlich mein Präferierter. Aber trotzdem wollte ich da die Meinung wissen. Und Jay, also ich muss sagen, ich hab halt ist so für mich halt die Frage, gewesen. Wenn Peter glaube, nicht ist, glaube, dann ist Jay it. Wer hat gerade gerufen, wer ist Hitler? Warst du Hitler? Zu Bram? Das war instinktiv, finde ich, und ich glaube, das kam nur von Leuten, die selber liberal sind. Jetzt hängt man sich an Sachen, die man. Also, das finde ich schon. Keine Ahnung. Das ist jetzt, glaube ich, so ein Einwurf, den würde ich auch bringen, kurz bevor ich erschossen werde. Hey, ich hänge mich an alles an, ja? Die sind dabei, Liberalen zu killen. Dennis, ich gebe dir recht, Peter und Jay sind auf jeden Fall nicht in einem Team. Also, es könnte sein, dass wir in einem Team sind, aber das wäre dann eine haarige Situation. Ich habe übrigens nie was gegen Jay gesagt. Er ist nur mega gegen mich. Ja, aber Jay ja, ist auch Jay ist gegen naja, alle. Jay gegen kommt alle. Aber noch dran. Ne, denn der jetzige Prisi ist eigentlich Chris dann, ne? Weil das war außerplanmäßig, oder nicht? Was ja. wir hatten. Das heißt, jetzt ist Chris dran. Jay kann danach wieder Mikkel wählen. Also, ich würde dann Peter raus dem Kreis nehmen, weil er eh ganz hinten sitzt. Das ist ja. Och, selbst, nö. Selbst wenn wir liberal sind, ist es doch für uns am wenigsten schlimm. Wählen. Ich will jetzt noch mal was zum. Kann ich Mikkel wählen. Oh, Mikkel, natürlich, Christian sagen. Wählt ja, doch nur, erst nur was anderes. Wenn, ja, aber wenn der durchkommt. Wenn ich Peter kill und Christian dann entweder Dalu oder Sepp wählt. Ja, wobei, ne, scheiße. Ja. Sobald ihr einen Liberalen tötet, ist es gleich. Was ist das? 3 gegen 3. Wie wir bisher komplett ignoriert haben, ist Sepp in seiner Außenseiterecke. Er würde den aber auch nicht mehr drankommen. Guck mal hier. Ich werde auch nicht mehr drankommen, genau. Ich bin nämlich sowieso im ganzen Spiel einfach raus. Sepp hat die ganze Zeit versucht, mich auf seine Seite zu ziehen. Fand ich auch sonderbar. Nein, okay, jetzt versucht klar. Peter das ja schon. Wow. Okay, also, es hat sich ja neues Ziel gegeben, ich muss direkt raus. Peter ist nicht mit Jay im Team und Peter ist nicht mit Sepp in dem Team. Ja, ja. Peter, Sepp und Jay Fascho sind, glaube ich, nicht. Peter, du bist jetzt raus. Okay. Der Spruch hat dich gerade gekillt für mich. Bist du für Hitler? Nein. Für Hitler? Schade. Tut mir leid. Das wäre so krass, wenn er Hitler wäre und wirklich die Roten dealt über den Tisch. Tier 2 Rote, das wäre ja, wirklich. Das wäre echt krass. Ich bin Hitler beworben. Rot und jawohl. Ey, hier 2 Rote. Und dann irgendwann kommt dann der Zug so: Ja, komm, ihr wisst doch alle, dass ich Hitler bin. Ihr könnt auch mich wählen, weißt du? Dann wissen wir wenigstens. Kavotz, Junge. Ah ja, genau, Christian ist. Du bist natürlich jetzt. Hola. Ja, wen will ich das Schild liegt bei dir und bei Mikkel, ne? Wir wissen natürlich immer noch nicht, ob Peter dann irgendwas war, ne? Theoretisch, wenn ihr denkt, ich bin liberal, falls ihr denkt, ich bin liberal, könnt ihr jetzt Christian mich wählen. Kannst du danach Kanzler werden? Ja, ne? Kann ich dann, und danach könnt ihr dann Mikkel wählen. Wieso bietest du dich denn direkt wieder an? Ganz ehrlich, ich bin bei Jay aber auch nicht dafür. So als, ne? Ich bin vielleicht Hitler. Das Problem ist halt, wenn ich mir die Alternativen angucke, ist das echt so tief. Ja, eben. Ich bin auch gerade mega überlegen. Ja, ich habe ja gesagt, lasst mich raus. Ich habe jetzt zwar von Peter nur die Roten bekommen, aber ich will jetzt hier. Das stimmt, aber wenn man ganz ehrlich ist, stimmt, Dalu hat nur Rote gekriegt. Und ganz ehrlich, Peter ist ziemlich eindeutig Fascho gewesen. Mir wird nicht mehr angezeigt, wie viele Karten hier liegen. Wie viele Karten liegen hier? Moment, das kann ich dir sagen. Kann ich dir auch nicht sagen. Ja, das auch nicht. Oder ist das nur eine? Kann vielleicht Mikkel, eine sein, oder? Red mal ein bisschen mehr, wenn du so liberal bist. Das ist nur eine. Bitte. Dann, also bitte? Mehr ist es. Mikkel ist safe. Wir dann mischen? Aber ich würde gerne was von Mikkel dann mischen. Ja. Ey, Jay, ich find's echt schwierig, diese Runde. Also ich finde, nee, Dalu... Die zwei obersten halt Karten müssen weg, oder? Ach, als hätte ich jemals eine fundierte Meinung. Wenn ich eine hatte, dann lag ich immer falsch. So dumm bist du nun auch wieder nicht. Ach, vielen Dank. Ey,
jetzt geht's los. Also Jay finde ich lustigerweise also, dieses Mal sehr vertrauensvoll. Nee, Sepp, lass mal eben. Also Jay finde ich in der Regel, finde ich ihn relativ liberal, diese Runde. Wenn er Fasche spielt, dann versucht er irgendwie da kommt jetzt da drauf, ja? Mehr Magic oder zu spielen. Runter. Magic? Nee, ja. Gemischt. Ja, ich, also, wenn die gemischt, wenn die eh gemischt werden, dann ist das ja egal. Du musst die so, ich habe gerade meinen Namen gehört, war was wichtig? Die werden gemischt, oder? Welche? Die kommen jetzt da drauf und werden gemischt. Diese eine Karte lag da noch. Da drauf. Eine Karte lag da noch, wir haben den Stapel gemischt, die kommen jetzt darauf und der Stapel wird gemischt, korrekt? Also eine Karte lag da noch, die kommen da drauf und die abgelegten werden abgelegt, die werden nicht mitgemischt. Ja, die liegen ja da hinten noch. Ja, die liegen da hinten noch. So. Genau. Aber die sechs, die kommen jetzt auf die eine und die sieben werden dann gemischt, ja? Ja, ja, ja. Ja, ja dann okay. Bin ich zu früh gemischt. Ja, nimmt ja nichts. Mischt. Ja, ja, klar. Ich würde nur nicht, dass Peter nachher wieder weint, weißt du? Alles gut. Ja. Okay, also Mikkel, ich verstehe das, aber auf der anderen Seite musst du aber zustimmen. Ich verstehe das nicht. Also auf der anderen Seite musst du aber zustimmen, Mikkel, dass Jay versucht dieses Mal wirklich irgendwie die Meinungsmacht an sich zu greifen und überall, bei jedem Einzelnen irgendwas gesucht hat. Nee. Peter und Sepp. Ja. Deswegen wundere ich mich, was habe ich dir getan? Ja, und warum? Nee, Jay, du hast mir gar nichts getan. Also. Ich glaube, dass ich tatsächlich Jay wähle, weil normalerweise ein Hitler nicht der ist, der die ganze Aufmerksamkeit am Tisch versucht zu kriegen. Vielleicht bin ich auch Fascho zur Not. Das kann ja auch sein, aber ich glaube zumindest nicht, dass du Hitler bist. Was machen wir jetzt? Okay. Jay, kann er da, wenn er das gewählt wird, kann er Präsident werden, oder? Sollte was Rotes kommen. Kann Präsident werden, klar. Und können wir dann Mikkel wählen? Wenn ich gewählt werde, kann ich dann Mikkel wählen, klar. Das würde gehen. Oh. Aber nee, Quatsch, nein, stopp, da wird ja noch einer abgeballert. Wenn Rot genau, kommt. Ist, wer wird, ja, ja, okay, wenn natürlich Christian mich oder Mikkel dann abschießt, weil dann ja die Rote kommt. Also ich erschieße dich halt nur, wenn du die Wahl hast und die falsche Wahl hast. Ja, das Dumme ist, wenn wir jetzt Nein wählen, bleiben die Schilder liegen. Ja, natürlich. Dann bleiben die Schilder liegen. Das heißt, eigentlich müsste sie Ja gemacht werden. Oh, das gefällt also, mir nicht. Könnte auch voll der krasse Faschotrick sein. Ja, das gefällt mir auch nicht. Das gefällt aber mir gerade nicht. Ich habe langsam das Gefühl, halt dass... Es ist Leute, die halt liberal sind, dem jetzt zu glauben. Aber es müssen sie eigentlich. Aber ich bin ganz ehrlich, da müssen sie jetzt glauben, oder was? Ich also Danu ist zum Beispiel viel trustworthiger als Jay. Warum? Obwohl Danu, weil Danu hat zwar zwei Rote gelegt, aber beide kamen halt immer von Pete. Auch ja, mit der Ansage, so, ja, ich habe drei Rote gemacht. Aber wir haben ja schon ja, so viel Secret Hitler gespielt, das passiert, ja, das wissen wir. Ja, das passiert, aber das heißt für mich, dass Danu halt unschuldig, also das heißt für mich ist Danu da wirklich nicht direkt der Fascho, sondern eher böse. Vielleicht ist er ja nicht ich- Pete Fascho. Theoretisch. Also kann ja sein. Wenn das, das so wäre, wäre das ein mega krasser Move, der richtig risky ist, in der ersten Runde und dann eine Runde später nochmal drauf zu gehen. Allein das war der erste Zug. Das Spiel hat so angefangen. Das Spiel hat so angefangen, deswegen. Und ich glaube, dass Pete und Dalo nicht in einem Team war. Und ich glaube, dass Pete und Dalo nicht in einem Team sind und deswegen glaube ich, dass Dalo und Mikkel zumindest schon mal trustworthy sind. So, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, ob Peter die richtige Wahl war. Ja, mich wundert halt vor allem, dass Peter halt sowieso sich überhaupt nicht. Also ich bin der Meinung, wir sitzen hier mit 4-2. Hoffentlich. Aber warum hat er sich nicht gewehrt? Hat er schon abgeschlossen? Vielleicht drei rote Karten dabei oder bei zwei roten dabei. Ja, mehrfach. Sein Job getan. Weil er gescheitert ist daran, dass er mich halt noch abnudeln wollte. Weil er ist ja dann direkt auf mich draufgesprungen. Und hat gesagt, Sepp. Ja, aber warum warst du denn dann für Peter? Er ist halt direkt da drauf. Das verstehe ich auch nicht. Ich hoffe, ich finde dich komisch und dadurch, dass ich finde, dass ihr beide nicht in einem Team seid, glaube ich eher, dass Peter liberal ist. Also, tut mir leid, ich kann Jay nicht als Kanzler wählen. Bei Weipen vor der Wahl hattest du gesagt, ich vertraue Peter. Ja, weil ich vertraue, wenn es um dich und Peter Mikkel geht, kommen. Vertraue ich mehr Peter als dir. Da waren wir noch gar nicht so weit mit dem Töten schon abhängen. Also, das fand ich schon was cool. Hast du gelegt? Sepp alle liegen? Nein hat Sepp gelegt und Bam hat Nein gelegt. Christian wird Ja gelegt haben, Mikkel auf mich auch. Das heißt, Dalu hängt sich fest. Guck mal, Dalu gelegt hat. Moment, das sind doch alle fertig, oder sehe ich das? Alle da. Dagegen. Ich hab Nein gewählt. Also Nein. Ich hab auch Nein gewählt. Interessant. Ja, der Fakt mit dem Schießen ist halt noch drin. Wer hat denn Nein gewählt? Bram, ich und Danu, Sepp. Danu, Bram und Sepp. Vielleicht sind das die Faschos und Peter wird halt tatsächlich. Das habe ich mir auch gerade so ein bisschen gedacht. Ja, aber ganz ehrlich, was spricht denn für Jay? Ja, dann. Für Jay spricht zumindest, dass der. Mikkel, gesagt, du warst dafür, für mich oder? Zumindest nicht Hitler ja. ist. Mhm. Und ich hätte ihn erschießen können. Das heißt, wenn ich ihm die Wahl geben könnte,
Und er legt halt eine rote, um dann im Endeffekt das Spiel nicht zu verlieren, hätte ich ihn erschossen. Und Hitler hätte aus meiner Sicht nicht so wirklich sein können, weil so einen lauten Hitler hatten wir noch nicht. Soll ich sagen? Ja, aber, die Sache, ja, aber das ist so das Hitler, Schießen halt ist so noch drin. Also ich würde jetzt gerne mal erklären, warum ich gerade ja gewählt habe. Und zwar hat Dennis gesagt, tut mir leid, aber Jay kann ich nicht wählen. Und wenn Dennis sich dafür entschuldigt, dass er Jay nicht wählt, dann finde ich, ist da irgendwas im Argen. Weil eigentlich denkt man da nicht lange nach und wählt einfach nein oder so, aber sich zu entschuldigen, dass man Jay nicht wählt, ist irgendwie... Ja, das Problem ist halt, ich finde Jay halt, Jay eigentlich trustworthy, also ich finde Jay ein bisschen fishy, ich finde ihn eigentlich noch mehr trustworthy. Aber ich weiß halt nicht, ob der Adolf ist. Weil ich meine, okay, Christian, ich stimme dir zu, ich habe noch nie so einen lauten Hitler. Irgendwie heute, weil sie nicht gefällt mir nicht. Ich glaube, Hitler könnte eher Dalu sein. Aber wir können das dann nicht mehr gewinnen. Dalu oder Chris? Nee, ich hatte. Ich würde jetzt auf jeden Fall Christian wählen, aber da wäre jetzt auch wieder Nein gewählt. Eine Sache, die. Ich hatte ja gesagt, ihr könnt mich auch rauslassen bei diesen Votes. Deswegen muss ich. Das habe ich ja bei Peter schon gesagt. Wieso wollt ihr euch eigentlich die ganze Zeit gegenseitig wählen? Was heißt denn hier gegenseitig? Wenn wir dich so. Weil Jay gerade gesagt hat, ich werde jetzt Christian wählen. Das Problem, was spricht denn gegen Dalu? Keine Ahnung. Das Problem, was jetzt kommt, Jay, ist immer noch die Sache mit dem Schießen. Nehmen wir einfach mal an, es kommt, er zieht drei rote, whatever. Und es wird geschossen. Weiß ich nicht. Was spricht für Dalu? Ist die Gegenfrage. Nichts spricht für mich. Dalu ist ja selbst nicht dafür. Genau, du könntest halt genauso Adolfs, also bei dem Einzigen, der nicht Adolf ist, ist Mikkel. Das wissen wir, weil der schon in der roten Runde. Ja, er hat da seine Hitler-Karte liegen. So, hier. Genau. So, das heißt, im Prinzip, ja gut, wer von euch ist Adolf? Ja eben, das hast du ja jetzt bei jeder Wahl. Soll ich Sepp wählen? Du wirst Mikkel wählen. Nein, ich hab die Befürchtung, dass es Sepp ist, weil er nichts mehr sagt. Wähl mich, ich bin nicht Hitler. Mir ist dann einfach alles total egal, weil mir sowieso keiner aber ich zuhört. Finde, wir sollten, bevor wir wählen, eine Frage klären. Wenn eine Rote kommt, egal wer gewählt ist, wer wird erschossen? Das, ist dann, das kommt dann auf die Situation. Ja. Was ich gemacht habe, wenn genau. Ich ja, aber wollen wir Jay die Macht geben, zu schießen? Darum geht es. Ja, eben. Ja. Moment, also gerade wolltet ihr, genau, weil gerade wolltet ihr nicht, dass der Kanzler wird und jetzt. Ja, genau, das mal. Nee, okay, wir wählen Jay nicht, als Kanzler, aber schießen darf. Rein hypothetisch, ja. Wenn Jay jetzt nicht ist, bin ich der nächste Präsident. Da ich Jay da immer noch weiter. Ja, dann habe ich die Macht zu schießen. Jay für mich schießen. Mikkel, du musst dieses Schild da loswerden. Ich weiß, pass auf. Ganz einfach, für mich zumindest. Ich weiß, was ich bin, ja. Und da drei gerade Nein gemacht habe, sind die eigentlich für mich. Aber wir wissen doch nicht, was du bist. Ja, ich weiß, ich muss ja halt meine Sache erklären. Und wenn Bram oder Dalu schießen dürfen, dann werde ich auf jeden Fall Nein machen. Weil die halt gerade Nein bei mir gewählt haben, weil ich ja liberal, also für mich, weil ich muss ja aus meiner Sicht reden, ja, weil das ich macht ja liberal Sinn. Bin. Ja, macht Sinn. Und deswegen. Natürlich macht das Sinn aus deiner Sicht, aber aus meiner Sicht musst du mal sehen, was passiert ist. Ja, echt, Mann. Nur so, ja, du hast gerade noch gesagt, ich bin trustworthy, aber ein bisschen fishy. Und dann, warum hast du dann Nein gemacht? Das finde ich schon komisch. Ja, weil ich halt bei dir, du bist nicht Fascho. Du hast gerade gesagt, vor allem hast du gerade dann auch noch gesagt, du denkst ja, vielleicht bin ich Hitler. Das würde bedeuten, ist scheißegal, ja, wenn, darf ich doch. Jetzt, wenn die jetzt die du Wahl bist nicht Fascho, du bist Adolf oder nein. Genau, das würde bedeuten, du würdest jetzt Ja drücken. Ich denke da gerade zumindest drüber nach, aber ganz ehrlich, nachdem du jetzt, gerade am Quatschen bist, denke ich da immer wieder drüber nach, doch Nein zu wählen. Ich finde das spannend, dass du deine Meinung die ganze Zeit änderst. Ja, der Braun ist... Nein, ich wollte nur nicht, dass du Kanzler wirst. Mikkel, aber warum bist du auf Jays Seite? Du wolltest aber nicht, dass der Kanzler wird. Und der einzige Grund dagegen war, dass der Hitler sein könnte. Und jetzt würde er nicht... Weil vielleicht kannst du mich überzeugen. Jay argumentiert diese Runde eher emotional. Also nicht rational, sondern eher emotional. Und das macht Jay in der Regel eigentlich, wenn er liberal ist. Die große Frage, wen der auch wählt. Deswegen frage für mich ist nicht die Frage, dass der Präsident wird. Für mich ist die Frage, wen er wählt. Denn Sepp verstehe ich nicht. Sepp ist halt unbekannt. Also Sepp könnte absolut Hitler sein. Sepp könnte genauso Hitler sein. Es kann nur Sepp sein oder Christian. Ja. So, Christian, wenn wir ehrlich sind, könnten alle Hitler sein. Ihr habt ja gerade gesagt, ihr habt ja gerade die andere Wahl Nein gemacht. Deswegen, wollt ihr Dalu oder wollt ihr Sepp? Ne, Sepp nicht. Dalu auch nicht. Ich stehe schon die ganze Zeit im Kreuzfeuer und ich bin auch an der Hälfte. Ich bin an der Hälfte der Roten beteiligt gewesen. Und habe auch schon gesagt, lasst mich raus, wenn es soweit kommt. Was ein Hitler sagen wird. Mich komplett aus dem Spiel lassen? Nee. Damit machst du dich doch voll unverdächtig. Ich weiß nicht, ich bin immer noch der Meinung, wir sitzen 4-2. Ich bin der Meinung, wir sitzen hier 4-2. Das müssen wir nur finden, wo. Ich glaube, wir sind 3-3 tatsächlich.
gegen Daumenfehler also, mittlerweile. Also entweder sind wir 4 gegen 2 und die Faschos haben es geschafft, mich auf ihre Seite zu ziehen, was jetzt auch nicht so unmöglich wäre. Das wäre ja ganz verrückt. Ich habe doch gesagt, wir sitzen hier 4 gegen 2. Mikkel, du bist mit mir halt Fascho? Wissen. Ach, das wusste ich gar nicht. Okay, ich würde halt erstmal gerne wissen, würdet ihr überhaupt mich als Präsident haben wollen? Weil sonst ist es scheißegal, wen ich wähle. Ja, die Frage ist, wie du wählen würdest für mich. Das Problem ist ja, irgendwo, so ist die Wahl ja nicht. Frage. Ja, weil wenn du Sepp wählen würdest, würde ich halt Nein stimmen. Okay, und wenn ich könntest du sagen, wen du erschießen würdest, wenn Rot kommt? Würdest du bei Christian Ja sagen? Das Problem, was ich bei Christian habe, ist der Schock von alten Folgen, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, Christian hat schon ganz oft so gespielt wie jetzt und dann ist er gewählt worden. Und dann dachte er, oh, ich bin Adolf. Ja, ja genau. Und dann denke ich, weil eigentlich bin ich im Vertrauen, aber diese Angst, die sitzt bei mir gerade so tief. Und ich, ganz ehrlich, wer für mich halt auf jeden Fall irgendwie der unseriöseste ist, ist im Prinzip Sebastian. Und ja, wobei ich stimme, wenn ich getan habe in diesem Spiel. Das stimmt nicht, du hast genauso wenig gemacht wie ich. Blaue gelegt hab. Ich habe eine blaue gelegt. Ja, ich habe Rom einmal Karten gegeben, habe ich auch noch nicht gemacht. Mikkel vertraut Jay. Warum? Und Bram hat da eine blaue gelegt, den können wir nur nicht zum Kanzler wählen. So, Dalu, Sepp oder ich. Genau, wir können halt nur Dalu, Sepp oder Chris kann ich wählen. Und ich will halt nur wissen, ob es scheißegal ist, wo ich das Ding jetzt gleich hinklatsche, wenn ihr Nein drückt. Oder ist halt wichtig für mich zu wissen, ob ihr Ja drückt bei irgendwem. Boah. Weißt du was? Weißt du, sonst würde ich mir keine einfach Gedanken drum machen. Triff einfach die Wahl deines Herzens und dann wirst du sehen, was bei rauskommt. Die Wahl meines Herzens ist für mich eindeutig. Peter ist wahrscheinlich die ganze Zeit da, boah, was machen die denn da? Ja. Jamie hat einfach selbst, wenn dann drei oder vier Mal Nein kommt, whatever, ist ja wurscht. Ey, Sepp, soll ich Dalu wählen? Du willst mich doch sowieso nicht. Soll ich Dalu wählen? Wir warten jetzt mich sowieso. Das ist mir total egal. Ich glaube, wir werden auf keinen 2 kommen in der Runde jetzt. Also ich kann in diesem Spiel sowieso nichts A, nichts beeinflussen, B, nichts mehr machen und C, bin ich sowieso. Stell das Ding nur einfach irgendwo hin, dann wählen wir. Ich habe Angst, dass ich nachher wieder der Böse bin, weil ich irgendeinen Bullshit gemacht habe. Ach Quatsch. Ich habe momentan auch keine Ahnung. Ehrlich gesagt. Die Angst kenne ich, Jay, keine Angst. Ich glaube, Mikkel vertraue ich ziemlich krass bei Dalu. Mikkel ist weil safe. Halt echt nicht, weil Dalu hat echt, glaube ich, den roten Peter zugeschoben bekommen. Ja, aber trotzdem halt bin ich halt der Meinung, wir sitzen hier 4 gegen 2 und können trotzdem gewinnen. Was ich jetzt für eine Rolle spiele in der Hinsicht, ist ja egal. Wir sind 4 gegen 2. Hast du jetzt Mikkel als Fascho gezählt? Mikkel? Bist du dabei? Ah, oh, kacke, ey. Entweder falle ich gerade voll auf die Faschos rein. Die Frage guck mal, ist doch wie immer. Im Endeffekt müsst ihr euch nur entscheiden, bin ich jetzt gerade liberal oder bin ich Hitler? Ich find's immer noch so einfach, dass die beiden sich einfach nacheinander zweimal wählen. Ich weiß, aber. Ja. Och, das ist kacke. Jay, warum? Find ich einfach fishy. Ich hab als ich Christian gesagt, Jay gewählt habe, hab ich Nein hab gewählt. Warum? Gesagt. Das ist doch. Ja. Ich kann doch jetzt also, gar nicht andersrum wählen. Du musst, entweder bist du Adolf oder liberal, aber. Weil jetzt habe ich. Oh, Jay, das könnte ein guter Move gewesen sein. Was? Ne, es gibt noch eine andere Möglichkeit, da jetzt was rauszufinden. Ah, Dalu, ey, hör mal auf mit deinem Mann. Nein, mach doch, Mikkel, du bist safe. Meinst du, Jay hat selber Nein gestimmt? Ich hätte immer noch die Idee, dass Jay selber Nein stimmt und jetzt guckt, ob die, die gerade Nein gewotet haben, jetzt einer Ja gewählt hat, weil wir drei liegen ja schon. Das kann sein. Und das stimmt. Ja. Das wäre total weil sonst, clever. Also ich glaube, Jay sitzt gerade so mega grinsend vorm Bildschirm und so. Ich hoffe, er hat das selber Nein gelegt. Das wäre aber schlecht für mich, weil ich bin nicht Hitler. Das heißt, ich werde dann richtig reingeritten. Keine Ahnung. Jay sagt auf jeden Fall nichts. Ich habe vorher meinen Stand. Mach mal kurz ein Foto und schick dann meinen WhatsApp rum. Komm, Mikkel, die haben eh alle gemacht, das kommt eh nicht zustande. Mikkel ist safe, Leute, ist egal, was er macht. Ich hoffe, ich werde es nicht bereuen jetzt, ne? Das wird eh nicht zustande kommen. Er hat Ja gewählt, ach man, das wäre so eine geile Idee gewesen, Jay. Ich hätte das nicht geändert. Ja, aber Moment. Leute, warum hätte sich das nicht geändert? Wow, super, wieder nichts passiert. Er hat ja nichts geändert, ob ich Nein oder Ja gewählt habe. Gleiche Diskussion nochmal. Naja, schon. Haben wir das Pinökel da schon weiter bewegt in der Mitte? Nee, noch nicht. Jetzt random wer Karte legen. Ja, ja gut, Jay stimmt's ja so mit Nein, egal, wenn ich jetzt wähle. Ja. Zwei Leute. Dann möchte ich lieber, dass eine rote Karte durch random gelegt wird, als dass einer schießt. Ja. Tut mir leid.
Sitze ich ähnlich. Das kann ich verstehen. So durchgezogen. Aber dann gewinnen leider die wahrscheinlich ja die Faschisten. Dennis, wen würdest du denn wählen? Das verstehe ich jetzt aber auch gerade nicht. Ich kann das schon verstehen. Ich kann das auch. Also entweder, warte mal, darf ich mal eben kurz sagen, entweder Christian wählt Jay oder Jay wählt Christian oder die wählen keinen. Was ist denn das für eine super klar. Logik? Das stimmt, also ganz ehrlich, die Logik wäre jetzt Danu zu wählen, aber als Nächsten und gucken. Ihr beide habt euch hintereinander versucht zu wählen. Weil Sepp trust dich so nicht. Ja, und? Ihr habt versucht, euch hintereinander zu wählen. Ja, weil wenn die sich trusten, Sepp, ist doch in Ordnung. Also, ja, aber es muss ja noch. Ja, ist doch super, dann heißt Jay ist im gleichen Team wie ich, dann heißt Jay liberal. Wen willst du haben? Ach. Mikkel, lass dich nicht von den dreien auf deren Seite. Ich sag hier gar nichts. Echt, Mikkel, nicht schon wieder, bitte. Bitte mal, bleib liberal. Ey, und wenn ihr mich jetzt verarscht, Mikkel, bleib liberal. Wir sitzen 4 gegen 2. Ich glaub dem nicht mehr. Ich glaub, Peter war liberal so langsam. Ich glaub, dass ihr drei. Alter, Peter hat die Hälfte der Roten gelegt und der war liberal. Wir sitzen 4 gegen 2. Aber ich hab leider mit meinen hier, wo ich gesagt hab, so, wen soll ich einen Kanzler wählen oder so, da Bram hat die ganze Zeit gesagt, ja, hier, ich will Dalu wählen. Aber Sepp hat leider nicht halt gesagt, ja, nimm Dalu oder sowas. Das würde mich dann halt irgendwie ein bisschen bestätigen, aber das gab es leider nicht. Das Problem ist halt, ich hab doch erklärt, warum ich Chris nicht wählen wollen würde. Er hat halt versucht, da noch was rauszufinden. Nee, wir sitzen 4 gegen 2. Ja, wer sind denn die zwei Faschos da? Schwarz, Rot, Weiß. Was? Alter. Ja, nimm, wen du willst. Ich würde eh nein wählen, weil du niemanden erschießen sollst. Bitte, das ist... Ja gut, wenn das so egal ist, dann können wir auch einfach nein stimmen, wow, Mikkel, oder? Ich wüsste schon gerne, wen du da vorschlägst. Also wir können nicht einfach... Ja. Ja, dann. Der ist egal. Würde ich trotzdem nein wählen, weil du nicht schießen sollst. Du hast halt deine Karten schon gelegt. Ja, die Karten ja schon gelegt. Ja, wie gesagt, das wäre mir egal. Ich will ja nicht, dass du oder Dalu schießt. Nur deswegen drücke ich nein. Ist mir scheißegal, wer Kanzler will. Kannst auch mich wählen. Das ist total eigenartig. Irgendwie. Ja, wieso ist dann... Toll, weil ich habe festgelegt, wer für mich die Traitoren sind. Und ich okay. Mein Problem ist, dass ich mich halt immer da festsetze drauf. Bin gespannt, wer ich hänge halt immer fest. Mikkel, ich, halt mein Jay, Problem. Ich sehe das. Alle, ich bin gespannt, die anderen müssten jetzt alle mit Ja stimmen, damit ich gewählt würde. Wer sind denn die anderen? Ja, die noch nicht die Karte gelegt haben bis jetzt. So meinst du das, also damit du... Ich habe auch selbst mit Nein gestimmt. Ja, dann kommt der Jay. Dann erfüllen wir jetzt Jays Wunsch. Oh, wir drehen den Revolver, Leute. Sag mal, ja, schlägt denn wieder alle eurer Meinung sind. Nee, wenn ich vorhin dagegen war, dann bin ich auch jetzt dagegen, weil das. Hört die Scheiße immer noch nicht auf, ey. Ja, dann. Mikkel, so funktioniert das vor allem gar nicht. Wir kommen so auch nicht weiter. Die Wahrscheinlichkeit ist jetzt echt. Hallo, jetzt wähl mal jemanden. Ja, aber ich kann Mikkel immer noch nicht. Egal, wähl mich. Mikkel kann gleich als Präsident wählen. Und dann wird sich zeigen, letztendlich, wer das ist. Und dann wird sich zeigen, ob es. Ah, ja, stimmt. Also das wird sich gleich zeigen, ob wir 4 gegen 2 spielen. Also stimmen jetzt einfach nochmal nein, oder was? Ben, was ist der Plan? Was wählt Mikkel dann? Das ist gut. Ja. Mikkel wird jetzt gleich als Präsident einen Kanzler wählen. Und er kann natürlich die Richtung vorgeben. Okay. Mikkel kann ja dann die Richtung vorgeben. Na gut, dann spielt das jetzt keine Rolle, das stimmt. Okay. Hält mir nicht das alle nein. Das finde ich gut. Ja, alle nein? Ja. Warum stimmen damit alle so zu? Weil das eine kluge Idee war. Weil wir 4 gegen 2 spielen. Das ist schon klar, aber ich verstehe. So, Mikkel. So, und jetzt stellt sich aber die große Frage wieder. Mikkel. Egal, wie Mikkel wählt. Und wen wählt Christian? Ich bin nicht Hitler. Also bei Christian muss ich nein stimmen. Warum Jay? Hallo Mikkel, bist du noch da? Ja, ich bin noch da. Ich habe gerade richtig Angst. Ach so. Ohne Spaß, ich will nicht, dass Christian, wenn er gewählt wird, weißt du auch, so wie er da schon sitzt, zwei Hände klatscht. Ich kann mir das richtig vorstellen, so wie er da sitzt, auch gemutet. Also ich. Warum ist Fascho? Ich weiß nicht, ich finde, Jay hat diese Runde anders argumentiert als in Runden, wo er Fascho war. Mittlerweile bin ich auch der Meinung, dass irgendwie Bram richtig im anderen Team ist wie Jay und Christian. Ja, nee, das ist doch sowieso. So eine Kluft auftut. Nicht da, du. Also von mir aus kannst du Jay oder mich wählen, mir ist das Land. 4 gegen 2, Mikkel! Ich stimme beiden mit Ja. Nicht 3 gegen 3, 4 gegen 2. Das wird sich relativ leicht bestätigen,
wenn ihr jetzt, glaube ich, Jay oder Chris nimmst, wird sich relativ leicht bestätigen, wer Traitor ist und wer nicht. Viel mehr. Relativ egal, wen du von uns beiden wählst. Und wenn dann Nein kommt, dann wird sowieso eine Rote umgedreht, Jay. Im Endeffekt könnten einfach auch die Faschos... Das ist jetzt die letzte Runde. Könnten jetzt einfach Nein drücken. Die Faschos können jetzt einfach mal Nein drücken. Dann gehe ich ja davon aus, dass das halt schon... Ich weiß, deswegen wird sich das jetzt gleich auflösen. Nee, warte mal, das Ding jetzt hier muss er erstmal wieder... Ist doch schon eins zu weit, oder, der Election Tracker? Ich glaube auch. Warum? Ich bin ja auch nicht gewählt worden. Dadurch ist nicht gewählt worden. Mikkel, 4 gegen 2! Du kannst doch noch Veto machen. Du kannst kein Veto machen, weil keine Karte gezogen wird, wenn nicht gewählt wird. Jetzt werden sich dann zeigen, wer jetzt die ganzen Neins und Ja's macht. Jetzt werden sich die Traitoren. Das ist doch totaler Quatsch, weil du bist doch nicht safe. Das stimmt. Du bist immer noch nicht safe, Jay. Ist ja auch nicht. Ich hab dich in der Runde gerade nicht gewählt. Warum sollte ich dich jetzt wählen? Das stimmt. Ja, deswegen finde ich, wie gesagt, hier zeigt sich halt, okay, warum machst du das? Wir sitzen hier 4 gegen 2. Das ist das Problem. Ja. Das haben nur viele noch nicht gesehen. Viele. Wirklich wollte ich jetzt nicht. Deswegen kommen wir jetzt von Bram, Wenn wir 4 gegen 2 spielen, verstehe ich nicht, warum du dann Jay unter die 2 zählst. Also es ist 4 gegen 2. Wir beide sind die Bösen, Christian. Merkst du da? Und hier versuchen Mikkel noch auf die Seite zu ziehen. Das ist halt das Problem. Wir spielen 3 gegen 3 und deswegen kommt jetzt das Nein von Sepp wahrscheinlich. Und dann weiß wird gelost gleich. Und dann dass entweder Bram oder Dalu oder du und Christian das seid. Aber im Moment, ich bin sehr gespannt gleich auf die Auflösung. Ich freue mich schon drauf. Sie sagt, sorry, ja, Jay. Aber du bist doch immer noch nicht proven. Ich weiß. Jetzt entschuldigt er sich wieder dafür. Ich finde das total interessant. Darf ich mal was sagen? Ich finde das total interessant, dass sich keiner die Mühe macht, mich zu belabern, wobei meine Stimme entscheidend ist. Warum? Ach, jetzt fühlst du dich vernachlässigt, oder was? Mit Dalu und Bram in einem Team. Das ist ja echt traurig. Warum bin ich mit Dalu und Bram in einem Team? Oh, das ist interessant. Weil du die ganze Zeit wie die das gewählt war, hast. Das, weil ich die ganze Zeit... Nee, Sepp, du hast die ganze Zeit die gleichen Entscheidungen... Moment. Du hast die ganze Zeit die gleichen Entscheidungen getroffen. Ich war der Meinung, dass halt Christian und Jay in einem Team sind. Ja. Und Jay hat die ganze Zeit gegen mich geshootet, wovon ich ausgehe. Ach, das ist doch jetzt wieder so ein verletztes Ego. Und Bram die ganze Zeit halt normal war. Und jetzt mittlerweile frage ich mich, warum Bram halt gegen Jay und Christian so hart ist. Weißt du, das ist ja doch schon die ganze Zeit. Warum macht denn Sepp? Hast du die letzten 10 Minuten geschlafen plötzlich oder was? Das finde ich interessant. Sepp, bist du nicht mit denen in einem Team? Aber Bram wird doch nicht seinen eigenen Traitor-Kollegen abschießen. Mit Pete. Es wäre ja dann die Wahl, wenn Sepp jetzt doch tatsächlich... Ich würde den Traitor-Kollegen abschießen. Ich habe einen Fasche rausgenommen. Da waren wir uns alle einig. Nee. Das war eine Abstimmung. Okay, ohne Mikkel. Der Rest war dafür, dass Peter gekillt wird. Von mir aus dann, Peter oder Sepp damals. Das war keine Entscheidung, die irgendwie hier ich getroffen habe. Ich habe Peter rausgenommen zwar. Ja, genau. Sepp war für Jay. Und ich habe Peter weggenommen. Dann musst du jetzt ja Nein drücken, Sepp. Ja, dann müsstest du jetzt ja Nein drücken. Also wenn du jetzt immer noch, oder bist du jetzt nicht mehr gegen mich? Ja, aber ich kann doch meine Meinung ändern. Ich bin halt nicht Jonathan Appelt, der seine Meinung am Anfang festmacht. Und dann ich habe die nicht am Anfang, ich habe die im Laufe des Spiels festgemacht. Und weil die halt die ganze Zeit... Ja, und ich habe meine Meinung, die ich im Laufe des Spiels bekommen habe, überdenke ich... Mich auch. Ich weiß nicht, worüber wir gerade noch diskutieren. Du wirst jetzt Nein drücken und dann kommt jetzt gleich der Zufall. Außer du bist liberal und drückst jetzt Ja. Okay, wenn Jay, das wäre wenn erstaunlich. Nö, na, gut, fuck you. Okay, ich glaube, das Gespräch hat sich dann angehört. Johnny war der lauteste Hitler aller Zeiten. Ja, Alter. Moment! Hahaha, GG. Der kommt bei oben, das ist doch eh schon Phil. Weißt du, wenn sich nicht mal einer die Mühe macht, hier meine Stimme zu kaufen? Ja, dann geht er jetzt einen vorwärts. Sepp, ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde, du hast das richtig gut runtergespielt, du hast dich gut eingebracht, deine Entscheidungen waren richtig. Sepp ist der Hitler, glaube ich. Was hältst du davon? Sepp, weil ich ja ständig gewählt werden will. Dalu? Ja. Wie können wir eigentlich mit 4 gegen 2 hier an einem Tisch sitzen? Dalu ist das halt auch. Wenn Dennis derjenige ist, der geschossen hat. Der wird ja, wie Johnny sagte, nicht seinen eigenen Kollegen da erschossen haben. Ja, aber Bram ist liberal und hat einen Fascho erschossen. Warum nicht? Warum ist Dennis denn liberal? Der Peter Fascho ist, das haben wir doch
vorhin in einem Kreis mit allem auf. Ich habe gesagt, klar. Jay, ich habe gesagt, Jay töten. Mom hat sich viel zu häufig immer noch schon verhasst mit der, ist es auf jeden Fall. Und er entschuldigt sich die ganze Zeit bei dir, das ja, was er sonst nie macht. Ja, weil ich halt Jay nicht glaube, dass ich kann natürlich nicht, dass er noch Adolf ist. Egal, sonst behandelst du den immer wie sonst was und jetzt entschuldigst du dich, wenn du ihn nicht wählst oder was? Ja, wow, jetzt argumentiert Jay total emotional, nicht rational und trotzdem glaubst du dem. Ja, was ist das denn? Nein, das wird jetzt 3 gegen 3 wieder sein, da kommt der Zufall. Wir müssen die Folge noch nicht länger ziehen, als es ist. Ja. Also, mach doch jetzt mal endlich fertig, ja. Ich verstehe das immer noch nicht. Aus meiner Perspektive versucht keiner, mich auf seine Seite zu ziehen. Hab ich gerade, Sepp. Auf der Seite von Sepp will mich. Nee, nein, nicht schon wieder Sepp will. Du bist für mich, du hast mich gerade raus, du hast dich gerade für mich da hat er gerade Hitler gesehen. 4 gegen 2, Mikkel. Da hat er gerade Hitler gesehen. Jetzt kommen 3 Ja's. Mikkel, 4 gegen 2. Und, oh, welch Wunder, ja und ja, ja. Und jetzt kommt die, und jetzt kommt die Entscheidung, es ist... Oh, weh, Alter. Ja! Also, es war jetzt so langweilig, das Spiel. Ohne Witz, woher kam die letzte Diskussion noch von Sepp? Das habe ich überhaupt nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Das war halt so richtig dumm einfach. Da, jeder wusste schon, was Sache ist. Ja. Jeder an dem Tisch wusste sogar schon, ich, was sogar ich! Sogar ich wusste es diesmal. Ihr hattet das ganze Ding schon im Tisch und du warst da noch Stress. Wieso macht ihr nicht einfach, ey, Feierabend? Ich wollte wissen, weil ich die ganze Zeit... Ich war am Rand, ich habe nicht viel gemacht. Aber nur noch rot? Ich war so ein bisschen... Die letzte. Eine blaue. Die vorletzte. Nee, ja, du hast die ganze Zeit genauso gewählt wie Bram und Dalu. Das war so mega obvious. Das war richtig offensichtlich. Klar. Also von daher. Also, hab ich auch nicht verstanden. Warum ich weiß aber ich meine Standpunkte um ganz anders bekämpft? Vor allen Dingen, ihr hattet schon gewonnen. Wieso hast du überhaupt nur diskutiert? Ja, aber, das habe ich auch nicht verstanden. Ich wollte ein soziales Experiment halt machen. Ach komm, hör auf, ey. Oder ob ihr so verfahren seid und sowieso keine Sau mehr hier zu. Ja, das war halt offensichtlich, dass Bram Fascho ist, weil er sich die ganze Zeit seine Meinung geändert hat. Das stimmt. Ich kann das verstehen. Mikkel, warum spielen wir nie in einem Team? Dalu, okay. Es war so klar, dass du es versuchen würdest. Weil Bram halt Dalu wählen wollte, ist logisch, weil er Hitler ist, ja, war mir jetzt schon klar, dass dann Dalu und Dingens ist. Und da Sepp und die ganze Zeit Nein gedrückt hat mit Dalu und Bram, war für mich dann letztendlich klar, dass die 3 Faschos sind. Du musst ja nicht erklären, aber jedem klar. Tisch. Ja, warum hast war, du nicht so wenig war es war jedem klar. Es war jedem Zuschauer klar. Warum hast du dich so wenig gewehrt bei dem Töten? Ich habe mich gewehrt. Ich habe ganz klar erklärt, was Sache ist. Soll ich jetzt hier groß rumschreien oder was? Ja. Ja. Ja, aber das ist doch so, du hast ja gar keinen Kampfgeist da in dem Spiel hier. Ey, ich hatte voll gute Laune die ganze Zeit im Spiel. Ihr habt mich nur falsch gelesen, Jay. Du warst der Erste, der gesagt hat, ich bin auf jeden Fall Fascho. Was soll ich machen? Ich habe zweimal 3 Rote gekriegt. Ja, da war für mich sowieso schon gelaufen. Ja, das ist passiert. Da können die Faschos sich direkt draufwerfen. Du hast noch am ehesten gesagt, ich bin Fascho. Haben wir aber nicht. Jay hat das die ganze Zeit gemacht. Die Liberalen haben sich auf dich geschmissen. Wir waren auf deiner Seite. Bram war der Einzige, der sich wirklich auf mich geworfen hat. Die ganze Zeit, ja, Peter ist Fascho. Ja, und Jay auch. Und hat doch gereicht. Ja, ich weiß, ich mach dir keinen Vorwurf. Ich mach niemandem einen Vorwurf. Ja, Jay hat mir nur einen Vorwurf gemacht. Jay, ich dachte übrigens über das halbe Spiel lang, dass du in meinem Team bist. Okay. Ja, weil Jay so auch geshootet hat. Nee, das nicht, aber am Anfang. Er hat aber immer so gesagt, ja, Mikkel ist auf jeden Fall und Dalu ist auch ein bisschen trustworthy. Und am Anfang auch so einen Spruch gebracht, da dachte ich, ist ja schon nett. Das ist aber ganz schön nett mir gegenüber. Fühlt sich so umworben, ne? Und dann irgendwann kam dann so, nee, Dalu geht gar nicht. Und dann, oh, nee, da muss ich mir jetzt doch 2 andere suchen. Ja, ist halt, liberal ist so viel schwerer als Fascho. Viel. Meine doofe Frage, sobald ein Liberaler tot ist, können die Liberalen überhaupt noch gewinnen? Außer durch Glück? Ja. Eigentlich das, nicht. Ja, es sei denn, das Einzige ist halt, dass Hitler nicht weiß, wer seine Faschokollegen sind. Ja. Genau. Stimmt, das ist der einzige Grund. Aber theoretisch könnten, sobald der Liberale tot ist, die Faschos sagen, ey, wir sind die Faschos, wir wählen ab jetzt nur noch mit Nein und zu 90% gewinnen wir. Ja. Ja, aber das ist ja dann eine reine Zufall. Ich wollte leider noch das Sozialexperiment. Also, wenn die dann offen spielen. Wer dabei aufspringt. Klar. Man kann halt alles blockieren. Wobei, ganz ehrlich, selbst, aber was du immer noch machen kannst, du zwei sagen, ich bin Fascho, können zwei Liberale sagen, nee, stimmt gar nicht, Alter, wir sind Fascho. Wir sind die Fascho. Ich bin aber sehr froh, dass Mikkel sich diesmal hat nicht überzeugt. Das stimmt, Mikkel ist auf der richtigen Seite geblieben. Hat mich auch sehr viel Anstrengung gekostet. Ja, danke. Holy shit.
Ich hätte Mikkel gerne in meinem Team gehabt. Ich hatte es irgendwie im Urin diesmal. Du hast dich bemüht. 4 gegen 2, 4 gegen 2. Und ich sitze nur, ja, da, du, 4 gegen 2, safe. Ja. Ich fand das so geil, dass du als Domi mir geschrieben hat, wer das ist. Direkt wieder so, ja klar, Dadu ist natürlich wieder im Faschoteam. So wie immer. Ja. Wie immer in diesem Spiel. Und ich bin bei Wiener Liberal gewesen. Wie immer. Was willst du machen? Ja. Ja, machst du nichts, Peter. Machst du nichts, Jay. Wir bedanken uns einfach. Genau, vielmals fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.